Liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Menschen an den Endgeräten. Ein weiterer Mittwoch, der zweite Teil unserer Reihe zum Thema Seenotrettung. Zum ersten Teil möchte ich noch kurz anmerken, die meisten, die es gesehen haben, es war offensichtlich eine sehr intensive, aber sehr authentische Sendung und das ist eigentlich auch das, was wir ganz gut finden. Also jetzt so eine reine Zahlen, Jahreszahlen und Dingszahlen, das gibt es sehr viel und wir finden es schon besser, wenn wir Leute haben, die direkt direkte davon erzählen. Also das ein paar Sachen im Chat, wo wir gedacht haben, so ey, nicht ganz so cool, einfach mal gucken, wie es so ist, aber so wie wir hören und im Chat auch gelesen haben, fanden das viele Leute sehr, sehr intensiv. Das nur mal kurz vorab. Gästin heute ist Sabine. Du hast die letzten 2 Monate auf der Sea-Watch 4 blöderweise nicht auf dem großen Teich, sondern an der Pier in Palermo verbracht. Ja. Wie war das Schiff an Kette gelegt oder wie ist die? Ja, die sind Ende September eingelaufen mit Geflüchteten, Geretteten an Bord, ja, und sind dann bei einer Port State Control, heißt das, festgesetzt worden mit der Begründung, es wären zu viele Schwimmwesten an Bord und vielleicht auch ein abgelaufener Suppenwürfel, ich weiß es nicht. Also es gab eine Mängelliste, die war sehr lang. Und die musste dann abgearbeitet werden und deswegen lag das Schiff auf jeden Fall erstmal an der Kette. Zu viele Rettungswesten kann man ja relativ, man schmeißt sie einfach weg dann, oder? Scherz. Nein, es war ja das Verhältnis Rettungswesten und Toiletten an Bord, sanitäre Anlagen, stimmte nicht. Und deswegen wurden wie verrückt Toiletten gebaut. Das waren so die Hauptaktivitäten, wenn ich da tagsüber, ich habe ja gekocht unten. Ja. In der Galley und es war immer ein eifriges Hämmern und Sägen zu hören, weil eben Toiletten gebaut wurden und Waschgelegenheiten. Toiletten passen zur Anzahl der Rettungswesten. Ja, das wird man nicht ganz schaffen, also weil ich glaube, das waren so an die 300 Rettungswesten. Also das ist dann so eine reine Schikane-Maßnahme, die Sea-Watch 4 Seenotrettungsboot zu irgendwie zu fixieren, damit sie nicht sofort wieder rausfahren kann. Ja. Und das war ja nicht nur die Sea-Watch 4, das war ja auch die 3, die in Guyana lag und die Juventa um die Ecke und die Ocean Viking lag auch bei uns um die Ecke in Augusta zur gleichen Zeit. Das heißt, es waren gar keine offiziellen Seenotrettungsboote draußen zu der Zeit? Nein, das war ja das Tragische, also dass wir immer jeden Morgen Brückenmeeting gemacht haben, um dann eben auch die aktuellen Nachrichten zu hören, dass eben von der Moonbird und also von den Flugzeugen wohl Schlauchboote gesichtet wurden, aber eben keine Boote in der Nähe waren zum Retten. Das ist dann auch das, was hier so rumging, dieses schwarze Schlauchboot, was dann, wo so Fragmente da noch so rumgeschwommen sind und keiner sagen konnte, was dann mit den Leuten passiert ist. Hier. Gibt es da irgendwelche zeitlichen Limits, wie lange das Boot dann da liegen muss, liegen darf? Also wenn es, ich würde es halt denken, so, das Interesse ist ja ganz offensichtlich, weshalb so ein Boot festgelegt wird, rettet keine Leute, die dann an Land kommen. Also formal ist so eine Port State Control ja eine gute Sache. Da wird nämlich geprüft, also ne, ich wünsche mir das für die Handelsschifffahrt zum Beispiel viel öfter, dass mal geguckt wird, was haben die Leute, die da arbeiten, für Verträge? Mhm. Werden die ordentlich entlohnt? Werden die Arbeitszeiten eingehalten? Solche Sachen, ne? Also das ist eigentlich eine gute Sache. So. Ja, ja. Es ist nur eben im Mittelmeer ausschließlich NGO-Boote festgelegt wurden. Ja. Aufgrund, also das hat mit den Arbeitszeiten und so natürlich gar nichts zu tun, aufgrund irgendwelcher formaler Mängel, die festgestellt wurden. Und bei uns waren es halt diese Schwimmwesten, aber das ist auch so ein Standardargument, was gebracht wird. Und dann eben noch andere Sachen, was weiß ich, ich habe das nicht gesehen genau. Ist es ein Standardargument, dass zu viele Schwimmwesten an Bord sind in Relation zu den sanitären Anlagen, genau. Okay. Abgefahren. Und
Das heißt, so eine Besatzung ist dann im Prinzip dazu gezwungen, diese Verhältnisse den Wünschen dieser Port Authority gemäß zu beheben oder zu verändern. Naja, so gut es halt ging, ne? Ja, klar. Wird es halt versucht. Das war denn, also es gibt auch diese Dixie-Klos und so, die stehen da auch auf der Sea-Watch 3. Natürlich, also ne, wenn man wirklich Gerettete an Bord hat, dann muss man dafür sorgen. Die Leute müssen irgendwo sitzen können oder liegen können, im schlimmsten, also ne, im besten Fall liegen können. Sie müssen mit Klamotten versorgt werden. Sie müssen zu essen kriegen, zu trinken kriegen und sie müssen sich halt waschen Ja. und brauchen halt Klos, ganz klar. Und wenn man 300 Leute an Bord hat, dann ist es natürlich nicht komfortabel, aber sie sind halt erstmal gerettet. Ja. Darum geht es ja. Ja, klar, Ne? das Und ich weiß nicht, ob es da irgendwelche nee, formale Gründe, glaube ich, gab, das nicht. Also so ein Verhältnis, so ein international anerkanntes Verhältnis. Ich glaube, ne, also international anerkannt ist, dass Schiffe in der Nähe verpflichtet sind zu retten. Das ist doch auch so. Also Das das ist ist, so, ja. du bist, egal ob du jetzt ein Segelschiff oder ein Riesentanker bist, du bist doch verpflichtet, Ja. wenn Leute in Seenot sind, die aus Ja. dem Bach zu holen. Ja. Das ist nach dem Sinken der Titanic international in die internationale Seegesetzgebung eingeflossen. Und das haben alle Staaten unterschrieben. Welt, der Handels- oder Flotte, die kommen nicht unter. Ja, da kommt Frontex. Die Frage, wer ist so weisungsfähig Port Authority oder wie sie heißt, die dann weisungsbefugt gegenüber sind und zu sagen, ihr bleibt jetzt erstmal hier, bis ihr das und das geändert habt. Ist das irgendwas, das wird ja was Staatliches, oder? Oder ist es was Das Europäisches? ist eine staatliche Institution, Okay. weshalb ja auch zum Beispiel der Bürgermeister von Palermo bekanntermaßen also eines der Geflüchtete aufnimmt. Ja. Palermo ist dann relativ im Gegensatz zu Hamburg eine offenere Stadt, was diese Flüchtlingspolitik angeht. Der hat da Einfluss drauf. Also ich glaube schon, dass wenn wir mit ihm, also der hätte uns fahren lassen Ja, okay. und der ist aber auch Weisung in eben kein Interesse mehr. Auf den Plan der Kette gelegt. Wie groß ist die Besatzung? Ist die genauso groß wie wenn das Schiff raus ist, oder ist das oder schwankt das, wenn die jetzt festgelegt, wenn die jetzt gesetzt ist, dass dann weniger von der Besatzung ist? Und wie groß ist die Besatzung überhaupt? Also wir waren immer so 20 bis 25 Leute. Okay. Und soweit, also ein Schiff, was an der Kette liegt, ne, muss da genauso unterhalten werden, wenn es fahren würde. Deswegen brauchst du immer eine einsatzfähige, Ja. komplett besatzt. Das heißt also erfahrene Seeleute, natürlich oder Offiziere, damit das Schiff eben jederzeit, wenn es freigelassen wird, auch fahren könnte. Ja. Ne? Und dann kommen eben in dem Fall von Sea-Watch immer noch die Freiwilligen dazu, weil eben jede Menge Arbeit wieso anfallen. Also so ein altes Schiff, da kannst du vorne anfangen, rauszuklopfen und zu streichen. Und dann bist du hinten, dann kannst du wieder vorne anfangen. Also das Okay. ist halt so. Ne? Das in dieser, also egal, ob es fährt oder nicht, Ja. die Seeluft, die lässt so ein Schiff einfach alt aussehen. Das haben wir bei der Juventus gesehen, die so langsam vor sich hingammelt, weniger aufgegeben worden ist, weil und das geht dann ganz schnell, dann ist so ein Schiff nicht mehr einsatzfähig. Weil die Juventa zu wenig Leute hat, weil sie. Das weiß ich im Einzelnen Okay. nicht. Okay. Aber das heißt, war dann Auslauf Ja. und habe die Zeit dann genutzt, um den Kahn wieder besser in Schuss zu Ja. bringen. Du hast ja gekocht. Du hast vorher gesagt, dass das doch sehr multinational ist, die Leute, die da an Bord sind. Ja. Kochen, eine Sache, multinational ist natürlich, dann wird es dann auch interessant. Wie ist das als Köchin dann gewesen? Toll. Ja. Das war toll. Weil,
Also ich fand das eine Herausforderung. Ne? Ja, Man das kann glaube ich natürlich, sofort. man kann ja irgendwie entweder einen Plan machen und seinen Stiefel wegkochen. Man kann aber auch, also ich habe mal die Leute gefragt, Ja, ist das nachdem nicht ein ich mich. Riesenfehler, die Leute zu fragen, was sie haben wollen? Nö. Okay. Das fand ich schön. Also es gab so spezielle Wünsche. Dann gab es auch so, meine Mama hat immer das so und so gemacht. Und dann habe ich es halt probiert. Und also die war ganz locker. Das ist einfach schön, wenn die bekocht werden. Dann nun also kein Liner, wo man sich dann, Klar. weiß ich, was erwartet. Ne? Aber die haben sich immer gefreut. Und das war in Ordnung. Wie viel Nationalitäten waren denn da oder was? Oh, ich weiß das gar nicht mehr. Also Holländer, Italiener, Belgier, ein Kanadier, Deutsche, bestimmt auch so Osteuropäer, also ein Pole, ein Rumäne. Ja, das war ganz bunt gemischt. Jetzt habe ich bestimmt jemanden vergessen und tue jemandem Unrecht. Du hast sie alle gefragt, was sie denn lecker finden würden. Nein, ich habe erstmal gekocht und versucht, mich darauf einzustellen, ne, dass Okay. ich zweimal am Tag pünktlich 20 Leute, rund 20 Leute mit Essen versorge, weil die haben wirklich hart gearbeitet. Klar. Seeluft macht Hunger, hungrig, und das war also schon eine Herausforderung. Das war gut. Die Küche ist aber nun auch super ausgestattet, also das ist wirklich ein Juwel, kann man sagen, auf dem Schiff. Und das hat es mir auch erleichtert, und ich hätte jederzeit auch mir Hilfe holen können, wenn jetzt irgendwie besondere Sachen gewünscht gewesen wären, so, ne? Also irgendwelche Mütter von irgendwelchen Leuten einfliegen lassen, um dieses Rezept dann originalgetreu nachzukochen. Nicht ganz so. Ich hätte dann einfach, ne, morgens auf der Brücke gesagt, I need a helping hand. Ja. Und dann wäre ich zum Schnibbeln gekommen oder so. Aber das war dann auch in Ordnung. Ich habe gedacht, nee, lass die Jungs mal arbeiten. Das ist, außer die hatten Lust, das haben wir natürlich auch gemacht. Also der Pole hat zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das heißt, Pirogen oder so. Ja. So eine Art fliegende Pfannkuchen, da hatten wir viel Spaß bei. Oder die haben auch zum Beispiel, ich hatte ja sonntags ab mittags frei und Ja. Sonntag auch. Und dann haben die sich manchmal zu Kochgemeinschaften zusammengefunden und haben dann eben ihre Rezepte selber versucht. Und Ach, ist das das war immer schön. schön, war einfach schön. Du bist zur See gefahren, vorher. Doch, ich bin schon mal zur See gefahren. Echt? Ja. Als was? Fotograf auf dem Containerschiff habe ich zwei Seereisen gemacht nach Südamerika. Echt? Wieso hast du mir das nicht erzählt? Das habe ich schon mal erzählt. Aber bei mir noch nicht. Ach so. Okay, sei es Deswegen drum. hatte ich mich ja beworben. Ich gedacht habe so, ich kenne, wie dieses Schiff ist. Also ich kenne so die Sachen, egal ob es ein großes oder ein kleines Schiff ist. Ne? Wenn da eine Mannschaft ist, das ist immer ähnlich. Ich weiß auch, worauf man aufpassen muss, ne? Weil das habe ich dann auch. Deswegen hatte ich die Traut, okay, ne? Also ich bin in meinem Alter nicht mehr fähig, jetzt schwer Ross zu tun oder so und schwere Maschinen zu heben oder sowas. Aber Kochen, dem ich nun hier jahrelange Erfahrung in der B5 und in der Roten Flora hatte, vom Kochen, dachte, ja, das traue ich mir zu. Okay, echt, du bist schon mal gefahren, weil eigentlich wollte ich, wie bist du da an Bord gelandet? Also wie hast du da angerufen, hast gesagt, ich kann kochen, ich will gerne. Also es gab hier einen Vortrag im Oktober, glaube ich, von Stefan, der auf der Sea-Watch 4 diesen Rettungseinsatz als Kapitän gefahren Ja, ist. ja. Und der hatte einen Vortrag gemacht und uns Bilder gezeigt und so. Und ich hatte schon öfter mit dem Gedanken gespielt. Also erstens wieder auf ein Schiff zu gehen und zweitens eben auf die Sea-Watch oder auf so ein Ja. Rettungsschiff. Und das war dann so der letzte Anstoß, zu sagen, ja, ich mache das jetzt auch wirklich. Und dann hat er mir die Telefonnummer gegeben von dem Personal Recruiter. Ja. Und dann habe ich da angerufen und dann hat es geklappt. Wie, das ist jetzt ja eine andere, das ist ja nicht die übliche Besatzung, die jetzt da versammelt ist. Auch so viele Freiwillige, auch viele Ehrenamtliche. Ich würde mal vermuten, dass es da auch so Hierarchien, vielleicht auch nur so informelle Hierarchien gibt. Wie äußert sich das im Alltag? Zur Hierarchie nochmal, da habe ich mir ja vorher auch viele Gedanken drüber gemacht.
Und hat dann auch mein Bruder, der auch Kapitän ist, gefragt, wozu Hierarchien auf dem Schiff wirklich richtig nötig sind. Und ich muss sagen, also ich erkenne es an, weil solange alles gut läuft und keine Sätze sind, oder auch auf dem Handelsschiff, solange alles nur geradeaus fährt, ist es egal. Aber in dem Moment, wo irgendwas passiert, brauchst du eine ganz klare Ansage und du brauchst eine Mannschaft, die weiß, was sie tut. Weil nichts ist schlimmer auf dem Schiff, als wenn irgendwo Feuer ausbricht oder irgendwas nicht rund läuft. Und dann musst du wirklich eine ganz klare Aufgabenverteilung haben und eine ganz klare Ansage. Und das ist so einer der wenigen Fälle, wo ich sage, ja, okay, da finde ich eine Hierarchie sinnvoll, dass nicht jeder macht oder abdreht. So, mit der informellen Hierarchie, das ist natürlich klar, die gibt es auch. Davon habe ich einen Teil nur mitgekriegt, weil ich ja nun mit Abstand die Älteste war und wir uns erstmal ein bisschen rantasten mussten, so, ne, ob ich dann da nun reinpasst abends auch in die Musikrunden oder in die Klönrunden, so, ne. Und, aber die gab es auch, ja. Okay. Weil es ist ja schon, also wie, ja, wie du sagst, das ist ja schon eine sehr spezielle Situation, ein spezielles Glück machen Menschen, die, wie das dann, wie das noch nicht laufen kann. Ist das denn? Ja, also was mich total beeindruckt hat, dass halt alles sehr junge Leute sind, die dahin verpflichtet haben, um Leute zu retten und motiviert waren, sind. Also ob sie jetzt eine Ausbildung hatten als Seemensch oder eben als Freiwillige, die überhaupt gar keine Ahnung hatten, denen man wirklich erstmal das kleine ABC beibringen musste, wo man längs läuft und wo man nicht längs läuft. Also es gab immer so Sicherheitseinweisungen natürlich. Und das hat mich schon, das fand ich sehr beeindruckend, dass da Leute waren oder auch die Matrosen, dass die eben Verträge hatten über 6 Monate und das machen. Ne? Und und nicht auslaufen können, das ist ganz schrecklich gewesen. Also immer diese, wie gesagt, die Information über Weihnachten war das ja, ne? Das Schlauchboot ist gesehen worden, da treiben Boote im Mittelmeer. Ja, du kannst nicht raus. Und wir können nicht raus. Was wäre passiert, wenn ihr das gemacht hättet? Ja, da haben wir auch manchmal drüber gesprochen. Also wäre ganz bestimmt, also wir wären dann wahrscheinlich von der Küstenwache aufgebracht worden. Ja. Der Kapitän hätte seine Lizenz verloren auf Lebenszeit. Okay. Mhm. Und das ist nun ein Hamburger Hafenlotsige, der auch noch arbeitet. Also das ist so eine Sache. Das ist schon dann so eine Sache, also wo man sich das wahrscheinlich mal überlegt, ob man sowas klar, macht. Klar, klar. Wir haben ja noch mehr illegale Sachen gemacht, in Anführungsstrichen. Wir haben nämlich die Rettungsboote ausgesetzt und auch die RIPS, diese schweren, schnellen Schlauchboote für die Rettungseinsätze, weil wir einfach gesagt haben, also haben wir nicht entschieden, das hat der Kapitän entschieden. Ja, ne? Ja. Hat gesagt, ja, das machen wir, weil die müssen auch mal bewegt werden. Die können da nicht monatelang rumhängen. Das rostet uns alles ein. Ja. Die Motoren laufen vielleicht nicht. Die müssen mal bewegt werden. Und dann hat er das, hat er auch morgens auf der erzählt. Wir machen heute so eine Übung. Ja. Und ihr müsst es sagen, wie man die zu Wasser lässt, natürlich. Und die Boote müssen bewegt werden. Und ich nehme es auf meine Kappe. Und dann warten wir mal ab, was passiert. Okay, aber es ist nicht jetzt. Also ihr habt. Nein. Also wir haben es gemacht und die haben uns beobachtet, das haben wir gesehen, aber es ist nichts passiert. Wie ist denn das, habt ihr was von Palermo mitgekriegt oder hat Palermo von euch mitgekriegt oder ist das irgendwo, der sich selbst überlassen hat? Also wir waren ja alle an Bord mussten ja vorher in Palermo in Quarantäne. Ja. Und das war zu der Zeit, also ich bin da, wie gesagt, Mitte November los, da war Palermo noch, ich glaube, gelbe Zone. Das hieß konkret, ich durfte spazieren gehen, also ich durfte mich an der frischen Luft bewegen. Wir in Quarantäne haben uns auch gegenseitig besucht, wir sind zu dritt da gewesen, an verschiedenen Orten und haben uns aber auch gegenseitig besucht, weil wir davon ausgegangen sind, also wir sind clean eingereist mit einem Test und waren eben auch, haben uns an die Regeln gehalten. Und konnten uns dann auch die Stadt zum Teil angucken. Das hat sich dann im Laufe der Zeit geändert. Ich glaube, über Weihnachten, Silvester war es in rote Zone. Ja, ja, genau. Gar genau. Nichts mehr. Also von daher haben wir von Palermo mitbekommen. Wir sind dann an den Hafen spazieren gegangen und haben sehnsüchtig rübergeguckt zu unserem Schiff. Das konnte man nämlich gut sehen. Ja.
vom Yachthafen aus und gesagt, da wollen wir hin, ganz bald. Und nachdem wir dann also diesen Test erfolgreich wieder mal bestanden hatten, sind wir dann eben an Bord gegangen. Und in Palermo, die Leute, also das war einmal so eine Begebenheit, als wir mit dem Rettungsboot tanken gefahren sind. Mhm. Also da war ich selber nicht bei, aber die anderen haben es erzählt. Da sind sie halt drüben an der anderen Hafenseite zur Tankstelle gefahren. Ja. Und da haben Passanten sie angesprochen. Ach, seid ihr die Helden, Palermo? Ah, okay. Das hat uns natürlich gefreut. Ja, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Erfahrungen in ganz unterschiedlichen Häfen mit ganz unterschiedlichen Leuten. Das könnte sein. Könnte ich mir vorstellen. Wie ist das denn so, die, ich hätte jetzt fast gesagt, vom politischen Spektrum, so was da an Bord versammelt ist? Also das kann ja alles sein. Also ich habe gedacht, so, okay, dass ich von so christ-humanistisch geprägten so soliden Anarchisten, Anarchistinnen. Ich glaube, sowas war das auch alles. Es war alles. Also ich hatte mich, also als ich mich vorbereitet hatte auf diese Reise, dann habe ich gedacht, jetzt mögen da Leute an Bord sein. Ja. Sea-Watch ist ja ein Verein, der von vielen gesteuert wird, auch maßgeblich von der Kirche. Ja. Und deswegen, stimmt. Ja. Ja, das habe ich hier, ja. Ne? Und deswegen hatte ich gedacht, also ich darf nicht zu viel erwarten. Ja. Und was mich dann eben besonders gefreut hat, war, das Erste, wenn man an Bord kommt, ist einmal die Beflaggung. Ja. Ne? Diese Antifa und diese Regenbogenflagge, das haben alle gesagt, die an Bord gekommen sind. Oh, stark, ne? Ja, so gut, ist klar. Und dann eben dieses ACAP-Zeichen, was Eingeweihte dann ja auch schnell mitkriegen und sich freuen. Ja. Und dann haben wir auch gemerkt, immer wer neu an Bord kam und sich darüber gefreut hat, und das waren eigentlich alle oder die meisten, da konnte man dann ja mal offen reden. Und das haben wir auch viel gemacht. Jetzt meine Frage, nach Schicht, wie wird dann diskutiert? Also deshalb, ich habe gedacht, so okay, das wird von christlichen Humanisten bis zu, was weiß ich, gehen irgendwie so. Das ist ja bestimmt nicht ganz uninteressant, weil die Schnittmenge ist ja, dass die Freiwilligkeit, auf diesem Boot zu sein. Das heißt, in der Messe oder in der Pantry oder oben ist doch dann... Also wir hatten draußen auf dem Deck unsere Raucher- und Party-Ecke. Ja, also wie hier bei uns im Institut. Ja, genau. Nicht. Also vom... Das war, solange nicht. Wir im Hafen... Nein, haben wir nicht. Keine Party-Ecke, keine Rauch-Ecke. Aber wir waren ja nun, wie gesagt, wir waren ja alle clean auf dem Schiff, das wusste, also ne, getestet und so. Ja. Deswegen gab es da also keine großen... Ihr musstet auch keine Masken tragen. Nee, mussten wir nicht. Okay. Also außer wir sind auf die Pier gegangen oder wir kriegten Lieferungen. Ja. Dann natürlich. Aber in dem Moment, also auf dem Schiff selber, war alles klar. Und dann war eben meistens so, das Wetter war ja auch so, dass man wirklich meistens draußen sitzen konnte. Ja. Dann hat man sich halt nach Feierabend, wenn ich die Küche sauber hatte, eingefunden und gemeinsam zum Beispiel, also natürlich Feierabendbier getrunken und Musik gehört. Das war so ein Ritual fast, dass wir da mit unserer Bluetooth-Rolle und dem WLAN durfte jeder mal Musik aussuchen. Eine schreckliche Vorstellung. Wieso? Naja, das muss doch total... Viele Leute haben viel schlechten Musikgeschmack. Ach, das sagst du. Also wir hatten, ich hatte zum Beispiel so ein, ich weiß nicht, ich musste dann irgendwie, hab gedacht, ja, ich will mal Banda Bassotti hören. Ja. Ziemlich laut. Und das fanden die jungen Leute sehr beeindruckend, dass ich die kannte. Und als ich dann erzählt habe, dass ich die auch persönlich kenne, da war also das Eis mit den Italienern gebrochen. Das war ganz toll. Naja, und dann also im Laufe der Zeit, wie gesagt, diese Diskussionen waren das eigentlich. Das waren mehr so Gespräche. Ja. Wo denn mich immer sehr beeindruckt hat, ne? Wenn zum Beispiel der Rumäne, als der so einmal gesagt hatte abends, ja, sagt er, wir sitzen hier fest und da hinten werden die Leute, treiben die im Meer und die flüchten, weil sie mit Waffen beschossen werden. Mhm. Und wo kommen die Waffen her? Ja, meistens ja von Heckler und Koch, also aus Deutschland. Und also das waren immer so beklemmende Momente auch zum Teil. Ja. Wo ich gedacht habe, also ja, die wissen alle genau, warum sie da sind. Mhm. Und dann ist es auch letztendlich völlig egal, ob man jetzt aus christlich-humanistischen, anarchistischen oder sonstigen Motiven da sind. Auf jeden Fall waren alle der Meinung, seitdem die EU Ertrinken lassen zu ihrer Migrationspolitik gemacht hat,
ist das einfach ein Zustand, den wir dort nicht wollen. Mhm. Und deswegen waren wir da. Mhm. Und da waren wir uns alle einig. Das musste auch nicht diskutiert werden. Ja, also es gibt ja mal, also du kannst ja Schlüsse aus einer Situation ziehen. Du kannst ja sagen, das ist meine Christenpflicht, Leute in Not zu helfen. Du kannst aber auch darüber hinaus sagen, dass, oder du kannst auch sagen, das ist kapitalistische Barbarei in Reinkultur, Leute ertrinken zu lassen, damit sie nicht in die reichen Länder reingehen. Das hätte ich halt gedacht, dass da drüber gesprochen wird, weil es sind ja schon verschiedene Leute da gewesen. Das war ganz am Anfang, das war nun auch über Weihnachten, weil das ja nun sehr bisschen gefühlig war, ne? Dass wir da waren und dann Pakete kriegten und alle noch ein schönes Sea-Watch-T-Shirt und mit Bescherung und besonderes Essen, also ganz viele Vögel im Ofen mussten dran glauben und also diese Atmosphäre und dann eben festlich gedeckte Tische und so. Ja. Ne? Aber und dann so dieses, ja, wir sind alle hier, wir sind die Guten. So, ne? Mhm. Und das trat aber im Laufe der Zeit immer mehr in den Hintergrund. Also die Freiwilligen meistens, also mindestens 3 Wochen, das war immer so, so Typus. Das heißt, ich habe da eben auch viele Wechsel erlebt. Mhm. Das wurde gar nicht gefragt. Es wurde nie gefragt, warum bist du hier? Nein, aber Leute haben... Ich dachte, es wäre so mal so ein Austausch. Jetzt nicht gefragt, warum bist du hier, sondern ja. Ich kann dir ein Beispiel sagen. Als es beim G20 hier so war, dass alle Camps sind abgeräumt worden und niemand konnte von außerhalb adäquaten Pennplatz haben. Und als die Kirchen dann ihre Gärten aufgemacht haben, dann hatte ich mit einem Pfarrer zu tun, der so moralisch empört war über das, was da passiert ist irgendwie. Das fand ich, also wann rede ich schon mal mit einem Pfarrer, das fand ich aber ganz interessant. Also so diese, ja, so eine moralische Empörung, das können die doch nicht machen. Und ich denke, ne, die machen das, was sie machen. Also so deshalb sind sie ja auch der Gegner, der Feind oder zu bekämpfen. Aber das war sehr interessant. Das waren so, war eine gute, ganz belebende Stunde, die ich mit dem verbracht habe in diesem Durcheinander. Ich sage dir ein anderes Beispiel beim G20, als nicht klar war, ob ein Platz abgeräumt wird bei mir im Viertel. Da bin ich da hingegangen und habe 2 Frauen angesprochen, ob sie bei mir pennen wollen und habe die einfach mitgenommen. Und die sind einfach mitgekommen. Also das wäre ohne G20, glaube ich, so einfach nicht gewesen. Und dann haben die einen Schlüssel gekriegt und dann war das so, wurde nicht gefragt, warum bist du beim G20? Die waren da. Und mussten untergebracht werden. Punkt. Und so war das an Bord auch. Also die waren da und wir wussten alle, warum wir da sind. Ja. Und dann waren da, also ne, das war, was machst du denn in deinem sonstigen Leben? Simone, der Fotograf, ist eigentlich quasi irgendwie Solarpanel-Dingsterhersteller, Physiker, irgendwas. Und er sagt, ja, das will ja hier keiner haben. Also, in Italien oder in der Welt interessiert es ja keinen. Ja. Da habe ich gedacht, ich mache mal was Vernünftiges. Ja. Und dann ist er an Bord gekommen und war, also das fand ich höchst beeindruckend, ne, dass der den Rost geklopft hat und Sachen gemacht hat in einer Selbstverständlichkeit, die er wahrscheinlich so in seinem Leben nicht wieder machen wird, wenn er nicht nochmal zurückkommt, was wir ja alle wollen. Wieso warst du dann 2 Monate da, wenn du sagst, dass die normalen Zeit 3 oder 3 bis 6 Wochen sind? Nee, das ist also für die Volunteers, ne, die keinerlei Ausbildung haben. Ja. Die können 3 Wochen lang putzen, Deckschrubben, malen, was so an Arbeiten zu tun ist. Ja. Und die Leute, die eine Profession haben, und das war in meinem Fall ja so, die können eben dann 2 Monate, das war so ein semi-professioneller Einsatz bei mir, die können dann eben bis zu 2 Monate bleiben. Und dann gibt es halt diese Matrosen, die Offiziere und der Kapitän, die haben dann andere Verträge oder in der Maschine, ne? Ja. Die braucht man dann schon länger. Mhm. Weil so leicht sind Kapitäne dann eben auch nicht aufzutreiben, dass die jetzt alle 3 Wochen da irgendwie hin und her fliegen können. Ist auch viel Flug mit verbunden, ne? Das glaube ich. Du hattest mal so angerissen, so Abendgestaltung, dass du dann. Dass es ja wohl so reihum ging, dass da so Programm von verschiedenen Leuten gemacht wurde. Und du hast da was erzählt über die
G20-Prozesse. Ja, das war immer so ein Angebot, dass wir gedacht haben, also klar, man kann immer draußen sein Feierabendbier trinken, man kann aber auch Abende gestalten. Und dann hatten wir so zum Beispiel samstags immer eine Fotoshow von den Einsätzen, die wir gemacht haben. Das war immer sehr lustig zu gucken, wer wo wie was verbrochen hat. Oder als ich dann mit dem RIP gefahren bin, das war ein Highlight für mich. Und das dann nochmal zu sehen auf der großen Leinwand, das war auch ein Highlight für mich. Ja. Und dann haben wir auch für zusammen geguckt. Das wurde dann auch demokratisch entschieden, was dann mal geguckt werden soll. Und es gab auch immer, oder es gab die Möglichkeit, Vorträge zu halten. Von Leuten, die dabei waren. Ich habe halt angeboten, das über und dann die alle selber dass seine Mutter ihn damals mitgenommen hat auf Auf dem den, Bier in Genua. ja, Ja. da war noch Kind Ja. und dass dann der Freund der Mutter in dieser Schule war. Es hat bis heute bei ihm, also der war eigentlich ein ganz stiller und als ich gesprochen habe, ist er so aus dem Gesicht gekommen, hat mich total beeindruckt, dass so nachhaltig von hängen geblieben ist. Und das ist dann noch her, ich weiß gar nicht, wann war das genau? Nicht sogar 2001. Ich sehe gerade aus der Regie, dass 2001 war. 2001, also Ja, naja, gut, das aber heißt, das. da war der wirklich ein kleines Kind. Ja, aber Und ich. das ist bei ihm eingebrannt. Das hat er fürs Leben behalten. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch. Ja. Also, ich glaube, so ein Gipfel, ich glaube, die Stadt, in der wir jetzt gerade sitzen, die wird den Gipfel auch nie vergessen. Nee, das glaube ich auch. Das ist. Aus unterschiedlicher Gewichtung, da wollen wir jetzt einfach nicht mal weiter drauf eingehen aktuell, aber. Ich glaube, man kann sagen, G20 wird hier im Gedächtnis bleiben. Wenn ihr jetzt ausgefahren wäret und Leute gerettet hättet, wie wäre das dann weitergegangen? Gibt es dann so eine Reihenfolge, okay, wir versuchen da an Land zu gehen oder da an Land zu gehen, wie. Ja, das ist ja jetzt mit der Sea-Watch 3, ne? Die ist ja ausgelaufen und Ja. hat, habe ich mir aufgeschrieben, gestern die Zahl 363 Leute an Bord aufgenommen. 363 Ja, Leute. davon 47 Frauen. Ja. Und dann haben sie noch ein Schlauchboot angebunden mit 90 Leuten, die jetzt wohl nicht mehr aufs Schiff passen. Also das habe ich gestern Abend geguckt. Ja. Und dann fahren die und suchen halt, das wird dann über Funk gemacht, suchen halt einen Hafen, der sagt, okay, ihr könnt hier einlaufen. Und das sind dann natürlich, werden erstmal die Häfen angefragt, die am nächsten sind. Klar, ja. Also entweder Malta irgendwo oder eben Lampedusa oder na, die am nächsten sind. Und dann müssen sie zusehen, dass sie da einlaufen können. Was ja auch schon öfter dazu geführt hat, dass sie, dass Leute, dass Schiffe überall abgelehnt worden sind, dass sie Ja. dann kreuzen mussten, bis dann irgendwer aus dann irgendwelchen Gründen dann gesagt hat, Ja, okay. oder bis das so läuft wie bei Carola, ne, die dann gesagt hat, ich lege jetzt einfach an, ich Ja. habe die Schnauze voll. Wir haben hier Notfälle an Bord und das hat, ne, das hat sie ja so gemacht. Und ich meine, die Kapitäne riskieren dann ja auch immer sofort eine Anklage, so wie Darius eben auch. Oder Stefan, der ist ja in Palermo eingelaufen und ich glaube, der darf auch erst, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber also so ganz. Also das ist für die Kapitäne halt eine schwere Entscheidung und das muss dann aber auch gemacht werden. Das glaube ich auch, vor allem wenn du dann, wenn du das berufsmäßig noch machst oder machst Ja. und dein Patent verlierst, dann ist auch, ja, da bist du. Ja. Ja. Ich habe mich nur gefragt, wie das, ob die Crew darauf vorbereitet wird, wie es dann weitergeht, wenn Leute gerettet wurden. Ja, wir haben uns ja immer die Filme angeguckt, oder was das immer. Wir haben ein paar Mal uns Filme angeguckt von den letzten Rettungsaktionen. Ist das dann so, entschuldige, dass ich hier, ist das dann so auch so eine Vorbereitung, dass das auch richtig hart werden kann? Ja. Und wir haben ja auch natürlich, also die Neugier ist ja da, auf jeden Ja. Fall bei denen, die es noch nicht erlebt haben. Und eine Frage war immer an die, die es schon erlebt haben, sag mal, wie verkraftet ihr das? Ja. Wie geht ihr damit um?
Und dann haben die uns das erzählt. Ja. Ne? Das gibt wohl so einen Adrenalinausstoß. Also du arbeitest halt dann rund um die Uhr. Ja. Und musst zusehen, dass du irgendwann mal schlafen kannst. Aber das merkt man wohl selber nicht. Und so wurde mir das erzählt. Die meisten, also wenn die da wirklich, also 2017 in diesem Jahr, wo die meisten gerettet wurden, wo die wirklich rund um die Uhr gearbeitet haben, ja, da hat dann der Holländer erzählt, das kriegst du nicht mit. Da musst du dann wirklich sozusagen gegenseitig ansagen, pass mal auf, du legst dich jetzt mal hin. Okay. Du musst mal ein bisschen Ruhe haben. Ja. Weil du das selber nicht mehr merkst. Also das ist dann auch gefährlich, weil man natürlich, wenn man also irgendwie 24 Stunden nicht geschlafen hat, ja, so ein bisschen, das ist eben gefährlich auf, ja, dem Schiff. Das ist ein gefährlicher Arbeitsplatz. Ne? 24 Stunden nicht schlafen ist, glaube ich, überall nicht gesund. Also nee, auf dem Schiff dann noch mal mehr, aber ja, klar. Ja. Naja, und dann eben, wie hast du das seelisch verkraftet? Das sind, ja, sind sagen so die, die es öfter gemacht haben, dass die Leute, also wenn es drangvoll eng ist an Bord und es wirklich total, man denkt immer, das ist total schwierig, dass es gar nicht so schwierig ist, weil die Leute, also die Geretteten, ja, so froh sind, dass, ja, sie gerettet worden sind, dass da so, also ja, dass da keine, da ist auch keine Zeit für irgendwie. Er sagte immer, der schlimmste Augenblick ist eigentlich, wenn die Leute, wenn die dann eben von Bord gehen, ja, und alle wissen, dass ihre Zukunft in Europa scheiß unsicher ist. Ja. Und dass es nicht unbedingt das ist, was sie sich vorgestellt haben. Ja. Es gibt ja, also die, es sind ja immer Ärzte an Bord. Mhm. Also jetzt für, was, also so normale Ärzte oder so praktische Ärzte. Wie ist das mit so einer, was weiß ich, out of action psychologischen Betreuung? Also für die Leute, die rausgeholt werden, weil die werden ja auch völlig im Arsch sein, also auch psychologisch völlig im Arsch sein. Als auch die Leute, die für die, ist das, wäre das einer zu viel? Also wenn es denn welche gibt, die das freiwillig machen, ja, werden die natürlich nicht abgelehnt. Aber es ist halt nicht vorgeschrieben und nicht vorgesehen unbedingt. Ja. Und was ich gehört habe, das kann ich ja nur aus zweiter Hand erzählen, ist so, dass die Crew untereinander solidarisch ist und in solchen Rettungsaktionen auch keine Zeit ist irgendwie. Also nervt sich da. Ich denke eher danach erst so. Und danach, nee, soweit ich weiß, ist das nicht. Ja. Und es sind auch nicht immer Ärzte an Bord, so wie ich das mitgekriegt habe. Es sind Rettungssanitäter auf jeden Fall, okay, also als Minimum. Ja. Und wenn dann wirklich so richtig Notfälle sind, ja, dann werden unter Umständen auch Ärzte eingeflogen oder die Leute werden eben von der Küstenwache von Bord geholt. Mhm. Ich habe mich daneben nicht genau ausgedrückt. Ich hätte jetzt eher gedacht, so findet irgendeine Art Betreuung statt für Leute, die dann aus solchen Einsätzen kommen, nachdem sie zurückgekommen sind. Aber hört sich ja. Soweit ich weiß nicht. Also wir fliegen ja dann zurück in aller Herren Länder, ja, wo wir herkommen. Und hier interessiert es ja keinen. Mhm. Also ich, ne, ich, also außer Freunde, die wissen, dass ich da war, ja, und die das natürlich auch ganz toll finden. Interessiert sich ja hier also noch nicht mal das Gesundheitsamt für mich. Mhm. Das hat keiner noch mal Corona-Test gefragt zum Beispiel während der Rückreise, was ich sehr befremdlich finde, bei dem Bohai, der hier rumgemacht wird. Ne? Ja. Du würdest wahrscheinlich auch wieder an Bord gehen, oder? Sofort. Okay. Also ich brauche jetzt ein bisschen Urlaub, weil das war anstrengend. Ja. Aber ich würde sofort wieder hin. Okay. Ich träume auch immer noch, dass ich auf dem Schiff bin. Und wach schaukelst du immer noch so ein bisschen. Ja. Und wach morgens auf und denk, oh, ich muss mich beeilen, es ist gleich 8, ich muss arbeiten. Aha. Okay. Hast du was, was du loswerden wolltest, würden, was ich noch nicht gefragt habe, könnte, hätte sollen? Fällt mir jetzt im Moment nichts ein. Wie lässt sich da unterstützend wirken, wenn man jetzt nicht an Bord geht?
ich finde, diese Politik, die hier läuft, die muss viel stärker angeprangert werden. Das ist jetzt, ich weiß nicht, also ich habe ja auch Tagesschau geguckt manchmal. Es ist überhaupt nicht mehr, während Corona spielen Flüchtlinge, Geflüchtete, Gerettete oder im Mittelmeer treiben überhaupt keine Rolle mehr. Ja. Das finde ich ein Skandal. Ich finde es ein Skandal, dass eben das EU-Migrationspolitik ist, dass man Leute ertrinken lässt, und zwar bewusst. Ja, also das hat David letzte Woche ja auch erzählt, also was diese Pushbacks angeht, die Frontex-Pushbacks, dass das jetzt nicht so erstaunlich ist, oder dass sie alle sagen, das ist ja, sondern dass es eigentlich eher gewünscht ist. Natürlich ist es gewünscht. Also, das ist ja der Skandal. Ja, das, ja. Auch zum Beispiel, dass die italienische Küstenwache, ne, die hat, wurde mir erzählt, 2017, da hat die unheimlich mitgearbeitet. Also da waren das, ging es aber auch um Zehntausende Flüchtlinge. Und die sind ja auch an die Kette gelegt worden. Die dürfen keine Seenotrettung mehr machen. Die italienische Küstenwache ist verdammt worden. Die dürfen keine, nicht in diesen Einsatzgebieten, in diesen Zonen, dürfen die nicht mehr umfahren. Und ich finde, das ist ein Skandal. Das ist einfach unmöglich. Und ich fand das sehr beeindruckend. Die Italiener an Bord, also während wir da waren, hat ja die italienische Regierung gewechselt, aus irgendwelchen Gründen. Und dann habe ich die auch gefragt, ne, wie es sich jetzt anfühlt ohne Regierung, ein paar Tage und dann wieder mit einer neuen. Ja. Und dann haben die so, was kümmert mich die Regierung? Also von denen kann ich gar nichts mehr erwarten. Klar. Und also, das ist ja hier nun auch so. Aber diese Politik muss mehr in die Öffentlichkeit und mehr skandalisiert werden, auf jeden Fall. Wir haben letzte oder vor zwei Wochen haben wir einen anderen Kollegen gesehen, der auch Ingo, der auch fährt, das ist ein Interview im NDR, glaube ich, und er meinte, der hat eine Sache so gesagt, die habe ich dadurch auch gesagt, was ich ganz interessant finde, meinte so, als das losging, waren wir alle die totalen Helden, weil wir Leute aus dem Meer gerettet haben, und das hat sich jetzt komplett umgedreht, wir sind jetzt Kriminelle. Ja, also wir sind also jetzt die diese Flüchtlinge in die Länder bringen, ja. Also nee, und wir sind, also das ist ganz offiziell von der italienischen Regierung, wir sind Kriminelle. Und zwar die ganze Besatzung und der Kapitän. Wir sind kriminell. Und das andere, das sind eben diese politischen Unterstellungen, dass wir Menschenschlepper sind und bandenmäßige, was weiß ich da und so, ne, was da alles unterstellt wird. Und man muss immer wieder dran erinnern, es ist die Pflicht eines jeden, der auf See ist, Leute zu retten, die in Seenot sind. Das ist vielleicht nicht nur die Pflicht von Leuten, die auf See sind, sondern auch sonst. Ja. Im Rahmen der Möglichkeiten, der eigenen Möglichkeiten, das dazu beizutragen. Und das hat sich bei mir auch geändert. Also ich habe vorher immer versucht, noch mit Leuten zu reden, zu diskutieren oder so. Inzwischen, also dieses ganze Gelaber zum Beispiel, ne, über die, ja, wir müssen die da in die Lage versetzen, dass sie gar keine Fluchtgründe mehr haben. Ja. Wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Ich kann es nicht mehr hören. Es ist Augenwischerei, ne? Es ist nun mal so, dass die Länder dort, also die Leute, wo die herkommen, dass die nicht aus Jux und Dollerei flüchten. Die haben alle ihre Gründe. Ne? Und dieses ganze hohle Gerede der Politik ist eben hohles Gerede. Es ist zynisch. Es ist zynisch, ja. Also auch sowas wie Ankerzentren, das ist ja... Das ist, ja. Okay. Und die Zustände in Libyen, die sind ja so, also das habe ich gehört und haben die Geflüchteten erzählt, das ist so katastrophal. Also man muss wohl davon ausgehen, deswegen haben wir auf der Sea-Watch ja jetzt auch einen Ruheraum für Frauen, dass die Frauen alle, also wenn Frauen auf dem Schlauchboot vom Schlauchboot gerettet werden, dass sie vergewaltigt worden sind. Und das wahrscheinlich nicht nur einmal. Mhm. Ne? Und völlig traumatisiert sind. Und deswegen gibt es eben jetzt auf der Sea-Watch 4 auch einen extra Raum für Frauen, wo die sich dann mal zurückziehen können. Das ist zwar auch alles eng, aber immerhin besser als da unter 350 Leuten zu hocken mit ihrem Trauma. Mir fällt jetzt nicht richtig was ein. Gibt es irgendwelche Fragen aus dem... Okay. Ja, gerade... Ich hatte das jetzt vorher nicht gesagt, wenn ihr irgendetwas, dann schreibt das gerne in den Chat rein und ja.
Genau, jetzt kam gerade was. Was sind denn aus deiner Sicht die Voraussetzungen, die jeder von uns mitbringen müsste, wenn wir auf ein Schiff mitfahren wollen? Aha. Geil, unsere Zuschauer, Praktikerinnen und Praktiker, so mag ich das gern. Ich würde sagen, eine gute Motivation, Durchhaltevermögen, also und sich darauf einstellen, es ist harte körperliche Arbeit, also das ist kein Zuckerschlecken. Und es gibt eben eine klare Hierarchie, es wird gearbeitet und ansonsten eben Offenheit, Motivation und Offenheit. Verschiedene Leute kennenzulernen, sich auf Englisch zu verständigen, das ist vielleicht auch noch so ein Ding. Also ich habe mir vorgenommen, mein altes Schulenglisch doch ganz schnell wieder aufzubessern. Oder mehr Rap hören. Ja, das ist so schnell, das ist mir zu Ach, schnell. das gibt's auch ganz Und langsam. der Das Pole, wir hatten ja einen polnischen Rapper an Bord. Polnischen Rap habe ich gar nicht verstanden. Das meistbenutzte Wort an Bord war Kurwa. Scheiße, Kurwa. soll ich dir das wirklich Nee, übersetzen? das brauchst du nicht, das Ja, weiß ich ja jetzt. okay, alles klar. Also das kenne ich sogar auch. Also ich hätte es übersetzen können, aber mache ich jetzt einfach mal nicht. Nee, brauchst du nicht. Also. Ja. Okay. Und dann irgendwo anrufen und sagen, ich hätte Zeit, ich würde gerne. Ja. Also wirklich, okay. Ja, Okay. also es gibt ja einmal diese Internetseite von Sea-Watch, da kann man mal raufgehen, da steht auch drin, was aktuell gebraucht wird. Ja, okay. Also aktuell wird jemand gebraucht, der in Italien Sachen besorgt. Ich nehme an, weil unsere Francesca Urlaub macht oder so. Also jemand, der mit dem Führerschein unterwegs sein kann und Italienisch spricht und mal sorgen kann. Und das braucht man, glaube ich, auch in Spanien. Also sowas steht dann da drauf auf dieser Okay. Website. Oder eben spezielle Fähigkeiten wie psychologische oder medizinische oder so, ne? Und wenn da gar nichts bei ist, so wie in meinem Fall, also ich habe da auch immer mal raufgeguckt und habe gedacht, Ja. oh Gott, ne? Also ich als alte Frau, was soll ich da? Da haben sie nichts für mich. Dann einfach mal anrufen. Das steht ja auch im Internet, also und einfach mal fragen, was ist eigentlich? Okay. Ich weiß also zum Beispiel bei den Köchen, da gibt es jemanden, der kümmert sich drum Ja. und dann gibt es auch immer mal welche und mal keine. Also das kann dann ganz schnell gehen. Ist das denn so mit ist das ein Problem, die Leute? Also gibt es da auch manchmal Unterbesetzung oder ist die. Das habe ich noch nie mitgekriegt. Ja, aber du würdest eher sagen, so eigentlich ist es ganz gut abgedeckt alles. Ich glaube ja, also ich kann es schlecht beurteilen, weil ich da nicht so drin bin. Ja. Aber so wie ich das mitgekriegt habe, es gibt viele Menschen auf der Welt und in Europa, die diese Unbestritten. Flüchtlingspolitik so scheiße finden, Ja. dass sie bereit sind, einen Urlaub oder auch eine längere Zeit dafür aufzubringen und diese Arbeit zu machen. Und das finde ich höchst bewundernswert, muss ich sagen. Das ist es auch, Sabine. Das ist es auch. Also ich habe ja keinen Job aufgegeben, aber es gibt andere, die könnten als Kapitän wirklich, also richtig gut Geld verdienen. Die machen das bei Sea-Watch über ein paar Monate und das finde ich wirklich, das hat was. Naja, da habe ich schon erzählt auch. Also das ist so, Ja. der ist kein Urlaub und der hat sogar einen guten Chef, der ihm sagt irgendwie so, nee, okay, dann machen wir das mal so irgendwie so. Das finde ich schon sehr. Aber das sind dann wahrscheinlich auch Seeleute, die dann sagen, klar, das ist richtig, was ihr da macht. Ja. Also das, ja. Und die Leute, die ich da, also auch die gelernten Seeleute, Ja. Nautiker und in der Maschine und so, muss ich sagen, also die haben meine allerhöchste Hochachtung, ne? Dass die eben, ja, dass die ihre Zeit da verbringen, weil man kriegt zwar, wenn man lange an Bord ist, eine Aufwandsentschädigung, aber nicht jetzt, also nicht jetzt das dicke Geld natürlich. Ja, das ist ja klar. Ne? Okay, wenn da nichts mehr ist, hast du was du noch loswerden möchtest? Nö, nee, erstmal nicht. Okay. Ich würde gerne noch zwei Sachen für den Dienstplan sagen. Am 18.03. ist der Tag des politischen Gefangenen. Da wird es auch in Hamburg etwas geben, was ich dann nächste Woche erzählen würde. Der 15.03. ist der Tag gegen Polizeigewalt. Da weiß ich jetzt noch nicht, ob und wenn was da passieren wird, würde ich dann auch in der nächsten Woche kundtun. Und was ich glaube zu wissen, weil ich habe eben noch mal nachgeguckt, dass der
griechische Genosse vom 17. November, dass der jetzt seit Anfang Januar im Hungerstreik ist, dass er wohl noch lebt, was sich sehr schnell ändern kann, weil Anfang Januar angefangen, wir haben jetzt März und ja, wir wissen noch nicht genau, wie lange das jetzt mit ihm wird und wir würden das ganz gut finden, wenn ihr euch da vielleicht kundig macht und dann auch entsprechend euch äußert, wenn da jetzt was passieren sollte. Erstmal soweit von uns. Nächsten Mittwoch, letzter Teil der Seenotrettungsreihe, diesmal mit einer Ärztin von Land, die auf Lesbos freiwillig arbeitet. Schön, dass wieder so viele dabei waren und bis nächste Woche.